Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kubifaktorium. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir bauen hier immer noch die große Sandgeode ab. Steht nicht groß dran, ist er aber, weil hier kriegen wir entsprechend viele Steine raus. Das dauert dann halt lange. Hier liegt auch alles voll. Da sind auch schon viele Steine dazwischen. Von daher, der Nachschub ist momentan gesichert. Wir brauchen dringend mehr Leute. Hier laufen zwei Leute Minimum, die nicht zu uns gehören. Hier ist einmal ein Ottfried. Ne, der Ottfried gehört sogar zu uns. Hier ist zum Beispiel ein Live und der gehört auch zu uns. Naja, auf jeden Fall ist hier einer, der halt rumläuft, den ich nicht rekrutieren kann aus irgendeinem Grund. Vielleicht muss ich da... Ich kann ja den Leuten keine direkten Befehle geben. Tja, ich weiß es nicht. Es gibt hier keine Anweisung zu rekrutieren oder sowas. Normalerweise ist bei den Leuten auf der Karte, die in irgendeinem Lager sind, die einem beitreten können, so ein Schild, das man einfach nur in Besitz nehmen muss. Aber hier sehe ich kein solches Schild. Und auch wenn ich nochmal genauer schaue, ist hier nichts zu sehen. Es kann natürlich sein. Nee, hier fängt schon das Feindgebiet an. Da kann es sich also nicht mehr verstecken. Ich kann es euch also nicht sagen. Möglicherweise ist die Fahne im Feindgebiet. Hier ist allerdings die Kampfstärke 223 viel höher als unsere eigene. Das kriegen wir nicht gestemmt. Und das geht uns eigentlich rundherum so. Hier ist allerdings nichts. Hier in diese Richtung könnten wir noch weiter. Und da ist ja unser Ziel, ist das Gebiet zu erweitern, um möglicherweise an wichtige Rohstoffe zu kommen, baue ich hier auch nochmal ein Lagerfeuer hin. Das Schiff steht hier noch. Es ist bereits entladen, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ich hatte gerade überlegt, ob man es irgendwo auseinandernehmen kann, aber obwohl... Nö, das geht scheinbar nicht. Okay, ja, hier könnten wir noch ein bisschen, aber es ist alles nur Strand. Hier ist halt das Lager mit den Spinnen. Das ist noch das schwächste Lager, das uns umgibt. Mit 189 Kampfstärke. Ich weiß halt nicht, ob unsere Leute sich die Spinnen einzeln vornehmen oder ob hier einfach reingestürmt wird. Ich will es zum Ende der Folge vielleicht mal versuchen. Denn so viel ist auf jeden Fall auch schon mal angemerkt. Dieses wird die letzte Folge des Angespielt sein und soweit wie wir jetzt kommen, soweit spielen wir und dann müsst ihr euch den Rest eben mal ja entweder woanders angucken. Das ist natürlich eine Empfehlung, die ich ungern gebe. Aber ja, ganz ehrlich, was soll ich sagen? Also es ist ein Angespielt und ein Angespielt dient zum Anschnuppern. Ich werde euch hier nicht die Tutorial-Mission zeigen. Das ist langweilig für euch. Wo mal eine Eisenbahnstrecke gezeigt wird. Also wirklich nur um die Eisenbahnstrecke so zu zeigen, macht es keinen Sinn, wenn dann müsste man es halt auch wirklich mal selber aufbauen. Und das ist, naja, das... Nee, das mache ich mit Sicherheit nicht mit dem Tutorial. So, die Brauerei wird da hinten gebaut. Wir brauchen noch die... Ja, wo ist es denn? Die... Die Metallwerkstatt. So, brauchen wir Ziegel, Holzteile und Eisenblöcke. So, Holzteile müssen wir auch noch herstellen. Die können wir aber hier machen, meine ich. Nee, hier können wir nur Holzgriffe machen. Oh mein Gott. Uns fehlen also Holzteile. Da muss ich mal schauen. Holztee. Holzteil veredelt. Also das Normale reicht. Es wird produziert in der Basiswerkstatt. Hm? Ah, dann auf der zweiten Seite. Ja. Oh, da brauchen wir geernteter Weizen für. Ernsthaft? Wo soll ich denn jetzt Weizen herbekommen? Ich kann Weizen noch nicht mal anbauen. Meines Wissens. Ach, herrje. Ich kann Weizen anbauen. Den Weizen hin.
Machen wir denn damit rein zu den Steinen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Das heißt, wir schalten hier mal die Produktion von Holzteilen ein. Also wir brauchen dafür Holzbrett, Steinblock und geernteter Weizen. Ist schon wirklich krass. Ich meine, guckt euch mal an, was da alles noch steht. Die Holzteile werden noch genutzt zum Bau von ja, Depots, von Tonsteinbrüchen, von Steinbrüchen, Zugfabrik, Bahnhof, Zugbahnhof Klein, hier Roboterwerkstatt, Zeppelinwerk, Zeppelinbahnhof. Also es ist schon wirklich sehr viel, sehr viele Produktionsketten. So, hier hätten wir gerne Tee hergestellt. Allerdings haben wir keine geernteten Blumen, oder? Moment. Ah, wir haben keine geernteten Blumen. Wir haben aber Wasser und bald Weizen. Das heißt, wir produzieren hier Bier. Und das geht dann in ein Lager hier bei den Tischen, würde ich sagen. Machen wir noch so mal ein kleines Lager hin. Da kommt Bier rein. Und zwar so. Bier. Erstmal. Ich glaube, dass ich die Lager teilweise zu groß baue. Das hier ist zum Beispiel völlig überdimensioniert. Das kann man sicher ein bisschen verkleinern. Ich glaube auch nicht, dass man so viel Ton einlagern muss, aber gut, wo willst du den Kram sonst hinstellen? Der liegt hier halt rum. Und du kriegst ihn nur geordnet, wenn du ein Lager baust. Ist einfach so. So, was haben wir hier für ein Problem? Werkstatt arbeitet. Ein Kolonist arbeitet in der Werkstatt. Ja, okay. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Okay, wahrscheinlich war da. Komisch, ne? Ausgangslage akzeptiert keine Produkte. Oh! Ja, der Holzgriff. Das Holzteil, das muss ich natürlich auch wieder mit dem Alt gedrückt halten. Da verschwindet die Meldung auch so. Weil sonst werden die Holzteile hier nicht aktiviert im Lager. Okay. Gut, so was ist jetzt hier? Ungeeigneter Boden. Och nö. Weizen. Wächst auf Oase und trockenes Grasland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier ist das Wüste, ne? Wie sehe ich denn jetzt was, welches Land ist? Also, das hier ist, ich würde sagen, ganz normales Grasland. Krieg keine Anzeige, was es ist, aber... Oase oder trockenes Grasland. Tja. Da bauen wir hier Blumen an. Können wir Tee draus machen. So, was ist denn das hier vom Boden? Kein Ausgangslager, ja, Moment. Ungeeigneter Boden, okay. Ja. Vielleicht. Das könnte es sein, ne? Nee. Da kriege ich gar kein Farmland hin.
Jetzt können wir nochmal gucken, ob es hier wächst. Weizen. Ungeeigneter Boden. Ach, Leute. Ich glaube, ich habe auf dieser Karte kein Glück. Ich muss einfach, glaube ich, einen Notstopp machen, weil es geht nicht weiter jetzt, ne? Ihr merkt das schon. Für die Holzteile brauche ich jetzt halt den geernteten Weizen. Und den kann ich hier nirgendwo anbauen, weil ich nicht den passenden Boden habe. Und ausbreiten kann ich mich momentan nicht weiter, wegen der Lage um uns herum. Jetzt haben wir hier oben zwar noch einmal ausgeweitet, aber da geht es eigentlich auch nur die Küste entlang, wo wir auch nicht bauen können. Und deswegen, das hier ist Asche. Da brauche ich es auch nicht versuchen. Es funktioniert nicht, Leute. Ich komme nicht weiter. Es tut mir leid. Ich denke, ich habe alles versucht. Aber ihr seht, und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen der Nachteil vom Spiel, dass es halt noch nicht fertig ist. Und beim Start der Karte wurde es ja auch gesagt, dass Asche und Wüste noch nicht so richtig ausbalanciert ist und dass da halt noch Sachen fehlen, die nicht implementiert sind. Und ich denke, dass das jetzt einfach hier unser Hauptproblem ist. Ich hätte vielleicht auf einer Karte starten sollen ohne diese Wüsten und Ascheländer. Dann hätten wir hier mehr von dem anderen Zeug gehabt. So sind wir einfach zu sehr limitiert und das Land, was wir brauchen, kommt vielleicht hier hinten irgendwo, wenn wir Glück haben. Vielleicht ist es auch da, da fängt es an, da wird es auch nochmal grün, aber da kommen wir nicht hin wegen dem Feindlager hier. Und darum möchte ich jetzt einfach noch einmal versuchen, hier diese Spinnen anzugreifen mit euch. Und da würde ich sagen, lassen wir es dann einfach dabei. Und ich denke mal, für einen Einstieg, für einen groben Überblick über dieses Spiel, soll das angespielt dann auch auf jeden Fall gereicht haben. Ich werde jetzt alle Leute erstmal noch bewaffnen, denn wenn wir da mit halber Mannstärke rangehen, dann bringt das, glaube ich, nichts. Jetzt gucke ich mal hier auf das Lager und wir haben jetzt eine Stärke von 79, haben wir uns aber verbessert von 45. Und jetzt, ich gehe jetzt auf Angriff und wir schauen mal, was passiert. So, gedrückt, Kampf im Gange. Ah, die... Okay, die ziehen sich alle hier zusammen. Und verteidigen hier die Flagge. Und wenn unsere Leute jetzt hier tatsächlich alle einzeln nacheinander kommen, dann ist das nicht besonders schlau. Aber ich kann sie halt auch nicht direkt steuern. Ah, aber sie kämpfen immerhin nacheinander. Aber ich denke halt, dass wir da relativ schlecht rausgehen. Wobei, hier sind die Lebensbalken. Und wenn man jetzt hier mal schaut, die eine Spinne ist tot. Also fast tot. Aber hier, wer ist das in dem blauen Hemd? Der wird hier gar nicht angezeigt. So, dann haben wir schon mal Nummer 1 erledigt. So, und dann darf der nächste mal ran. Und ich würde jetzt mal behaupten, das könnten wir schaffen. Denn die Spinnen sind noch recht schnell erledigt und unsere Leute haben hier noch fast alle volle Energie. Es geht sehr geordnet zu. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Oh, Clara wurde besiegt. Wo ist das denn passiert? Wer ist denn Clara? Das ist Sven. Aber sind denn Leute tot von uns? Moment, oder heißt die Spinne Clara? Tatsache, die Spinnen haben Namen. Midrange, Ariadne, Karaktit, Webster. Ja, bei Webster hätte ich es auch erkannt, dass das keiner von uns ist. Okay. Ja, das sieht so aus, als ob wir das schaffen. Hier bei... Wer ist das hier? Bei Sven sieht es nicht so gut aus. Er hat schon recht viele Trefferpunkte verloren. Ist jetzt halt die Frage, ob es Sinn macht, dass wir Sven rausnehmen. Ich warte jetzt, bis die Spinne erledigt ist. Und dann nehme ich Sven als Kämpfer raus. Dann ist der weg. So. So, wer ist denn das? Ah, das ist Sven. Ja, okay. So, der geht jetzt. Ich würde sagen, ich gehe mal auf hohe Geschwindigkeit. Scheinen unterschiedlich stark zu sein, die Spinnen. Wobei auch sicher unsere Leute unterschiedlich stark sind. Die rennen automatisch weg, wenn sie nicht mehr können. Okay.
Aber wenn die automatisch rennen, dann würde ich Sven wiederholen. Weil er ist halt sehr gut im Kampf. Schauen wir uns die Spinne nochmal an. Trefferpunkte 140. 140. Na, Trefferpunkte haben sie alle gleich. Wie gut sie jetzt im Kampf sind, können wir hier aber, glaube ich, nicht sehen. Na, wird, glaube ich, zu knapp. Also es sieht jetzt nicht mehr so gut aus. zu 10 jetzt. Aber immerhin, also unsere Leute sterben nicht, die ziehen sich dann zurück und regenerieren auch. Wenn die Balken so ein bisschen beobachtet, dann kommt hier auch wieder ein bisschen was zu. Und vielleicht kann man dann einfach, ich sag mal, ein bisschen warten und gucken, man kann den Angriff jetzt abbrechen. Ne? Würde ich jetzt auch machen, weil das kriegen wir definitiv nicht mehr hin. Jetzt müsste man halt gucken, dass unsere Leute sich regenerieren. Da wäre es natürlich gut, die Lebensbalken irgendwo zu sehen. Die sehen wir jetzt aber leider nicht. Müssten wir so einzeln aufrufen. Gesundheit 100. Ach, scheint schon wieder fit zu sein, oder? Moment. Ah, da, 56. 58, 61, 40, 43, 45, also geht relativ zügig. Und dann würde man den Angriff einfach nochmal starten. Und ich glaube, dass man es dann halt so übers Möbelmachen hinkriegt, weil, wenn wir jetzt mal schauen, jetzt sind wir hier schon stärker als die Spinnen. Und man kann sich also ganz langsam rantasten. Naja, das gibt Hoffnung. Es ist gut, dass sie einen nicht überrennen, wenn ein Angriff fehlgeschlagen ist. Jetzt sind wir schon überlegen. Ich würde sagen, wir starten jetzt den Angriff nochmal, damit wir es einmal gesehen haben. Denn das kriegen wir jetzt sicher hin. So, noch drei. Kleine Spinnchen und hier sind wahnsinnig viele Kühe. Nur wir haben ja hier schon aufgedeckt, jetzt dadurch, dass wir den Angriff gestartet haben. Weiter geht's hier auch nicht, wir sind hier echt an der Küste. Also im Grunde Gebiet, was wir gar nicht bauen können. Hier würden wir noch jede Menge Stein bekommen. Na, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier Teile bekommen, um das nächste Gebäude fertigzustellen. Aber alles in allem ist die Map, so wie wir sie hier haben, für uns nicht gut. So, jetzt haben wir hier... Was haben wir hier drin? Eine Beutekiste. Da ist ein Fließbandteil drin, Geröll, Kristallkern, ein Goldblock und eisenreiches Gestein. Ja, hier liegt auch noch ein bisschen was rum, unter anderem Betanium. Auch nochmal ganz viel Zeugs. Hier liegt auch noch was rum. Also, das hat sich auf jeden Fall, ich sag mal, ressourcentechnisch gelohnt. Unsere Leute sind nicht tot. Sie regenerieren ja jetzt wieder. Von daher ist das schon in Ordnung. Könnte jetzt das Gebiet erweitern, aber das hätten wir jetzt vielleicht woanders machen sollen. Vielleicht hätten wir dieses Lager angreifen sollen, wo die Spinnen natürlich noch ein bisschen stärker sind. Aber ihr seht schon, darauf läuft es also hier in diesem Spiel hinaus. Gebietserweiterung, Eroberung feindlicher Lager, freundliche Lager bieten die Option, Kolonisten dazu zu gewinnen und ja, mehr Aufgaben dann quasi auch abdecken zu können, weil mit 8 Leuten wird es hier in dieser Größe schon sehr schwer. Es dauert sehr lange, bis bestimmte Sachen fertig werden. Ja, da muss man natürlich noch Glück haben, dass man die Fruchtbarkeiten hat, um eben halt sowas wie Weizen abbauen zu können, damit man diese Teile herstellen kann, die man dringend braucht, um weiterzukommen. Und das haben wir jetzt hier halt eben nicht. Und darum würde ich sagen, wie gesagt, Feierabend, 5 Folgen für ein angespielt. Okay. Spiel gefällt mir gut, braucht sicherlich noch Arbeit, ist definitiv noch nicht fertig, aber zeigt sehr gute Ansätze. Und es sind auch schon viele Maschinen, Geräte, Logistikketten drin. Jetzt muss, glaube ich, noch ein bisschen was am Balancing gemacht werden, dass die
ja, dass die Landschaften gut miteinander funktionieren, dass man nicht in so ein, ja, ich will es jetzt nicht Deadlock nennen, dass man halt nicht in die Bedrulle kommt, nicht mehr weitermachen zu können, so wie wir das jetzt hier haben. Es muss irgendwie einen Ausweg geben, vielleicht über einen Händler oder so, aber einen Händler gibt es halt eben so in der Form auch noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann nicht mehr zu Kubifactorium. Und ja, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.